Eine weitere Woche neigt sich dem Ende zu und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Wochenrückblick. Ich habe mir wieder zwei Nachrichten aus der Film- und Serienwelt rausgesucht. Eine, die mich begeistert hat, eine, die mich enttäuscht und diesmal eventuell richtig sauer macht. Herzlich willkommen zu Top und Flop der Woche und wir beginnen direkt mit der positiven Neuigkeit. Yeah, baby! Ich bin ein gigantischer Fan von Guardians of the Galaxy. Ich finde, die Guardians of the Galaxy Filme sind etwas ganz Besonderes innerhalb des MCU, da sie losgelöst sind. Sie sind ganz eigenständige Geschichten. Ich liebe jeden einzelnen Charakter. Und was Marvel und James Gunn dort auf die Beine gestellt haben, ist wirklich eine Leistung, denn wenn man sich so umschaut, die Guardians waren somit die erfolgreichsten Solo-Filme des gesamten MCU, obwohl niemand Star-Lord, Rocket Raccoon, Gamora, Drax oder Groot kannte. Und jetzt sind es so extrem beliebte Figuren. Wir haben so eine Art Firefly-Geschichte innerhalb des MCUs und ich liebe sie. Ich gehe davon aus, ihr liebt sie auch. Und am Ende von Avengers Endgame, Spoiler für Avengers Endgame in 3, 2, 1... hat sich ja Thor den Guardians of the Galaxy angeschlossen. Und viele haben sich damals gefragt, wow, bedeutet das, dass Thor Teil von Guardians of the Galaxy 3 werden wird? Alle diese Gerüchte wurden zunächst dementiert. Nope, Thor wird nicht Teil von Guardians 3. Ja, das ist aber komisch. Doch es scheint jetzt so, als hätte Kevin Feige von Sekunde 1 einen sehr cleveren Schachzug geplant. Denn wie wir jetzt erfahren haben, wird Chris Pratt Teil von Thor 3 werden. Und das finde ich wirklich super. Ich bin ein gigantischer Fan von Star-Lord, obwohl ich höre mich so ein bisschen an wie eine kaputte Platte, aber ich bin eigentlich fertig mit dem MCU, aber ich bin trotzdem offen für weitere Filme. Ich sträube mich nicht, die neuen Filme zu gucken. Ich fand Endgame war ein wundervolles Ende, aber ich werde mir die neuen Filme natürlich angucken. Und wenn sie gut sind, werde ich vor eine Kamera treten und sagen, hey, wisst ihr was, die waren gut. Und ich glaube, Thor 4 oder auch Thor Love and Thunder hat das Zeug dazu, ein wirklich sehr geiler Film zu werden. Denn ich persönlich mochte Thor 3 am liebsten. Das liegt auch an Taika Waititi. Ich bin Fan von What We Do in the Shadows. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Und in diesem Szenario jetzt noch Chris Pratt aka Star-Lord zu haben, finde ich großartig. Weil die Chemie zwischen den beiden Chrises war so ein Highlight in Infinity War und auch in Avengers Endgame zum Schluss, denn die beiden haben unfassbar geniales Comedic Timing, die Dialoge zwischen den beiden waren sehr lustig und diese Rivalität zwischen den beiden hat mir sehr gut gefallen. Und man muss auch dieses Problem so ein bisschen lösen, weil es wurde ja angedeutet, dass Thor eventuell der Anführer der Guardians wird. Star-Lord persönlich gefällt das nicht und so häufig ich auch darüber spreche, dass Avengers Endgame für mich ein perfektes Ende für die Avengers war, für die Guardians of the Galaxy war es das für mich persönlich noch nicht. Denn Gamora ist ja noch irgendwo da draußen. Wir wissen ja, dass die Gamora aus der Vergangenheit noch irgendwo rumläuft und Star-Lord muss sie erneut von sich überzeugen und von der ganzen Crew überzeugen. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich der Plot von Guardians of the Galaxy Volume 3 sein, weshalb ich mich auf diesen Film tatsächlich noch sehr, sehr, sehr doll freue. Aber erstmal will ich ein bisschen Thor und Star-Lord sehen, wie die beiden sich erneut anpissen und streiten und gleichzeitig irgendwie eine ganz coole, respektvolle Beziehung eventuell miteinander haben. Ich bin offen dafür. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass Star-Lords Rolle nicht gigantisch groß ausfallen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr so sein wird, wie Dr. Stranges Auftritt in Thor 3. Doch ich mochte Dr. Stranges Auftritt in Teil 3. Denn Thor wird es ja auch immer noch mit vielen anderen Figuren zu tun bekommen. Ich meine, Korg kehrt zurück, Jane kehrt zurück, Valkyrie kehrt zurück. Ich glaube nicht, dass Star-Lord da in dieser Haupthandlung mit reinpasst. Doch wenn man dieser gesamten Guardians of the Galaxy Nummer einen schönen Abschluss gibt und sagt, okay, geht's jetzt mit Thor oder ohne Thor weiter? Ich finde, wir Fans haben das schon irgendwie verdient. Generell freue ich mich immer, wenn Star-Lord in irgendeinem Marvel-Film auftaucht. Und es wird so das erste Mal sein, dass ein Guardian in einem anderen Marvel-Film auftaucht, ohne dass die gesamte Crew mitkommt. Kann geil werden, ich freue mich drauf. Und ja, jetzt seid ihr gefragt. Freut ihr euch auf Star-Lord in Teil 4 von Thor? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das bringt mich zu meiner Flop-News. Oh, hell no!
Falls ihr den Halloween-Content hier verfolgt habt, wisst ihr, dass ich ein gigantischer Fan der Scream-Reihe bin. Ich meine, das ist wie eine Halloween-Tradition für mich geworden. Ich gucke zumindest 1 bis 2 dieser Filme jedes Jahr und ich mag jeden einzelnen. Selbst Teil 3, der für mich der schwächste war, ist für mich immer noch echt unterhaltsam. Ich mag die Reihe, ich mag die Charaktere und erst recht mag ich das Konzept. Denn was unterscheidet Scream so sehr von all den anderen Horror-Franchises? Der Meta-Humor und die Tatsache, dass der Killer immer ein Meta-Killer ist. Er kennt alle Klischees aus Horrorfilmen und Filmen im Allgemeinen. Er kennt die Regeln von Sequels, Remakes, Trilogien und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich Kevin Williamson, der Schöpfer von Scream, zu Wort gemeldet, der auch erneut das Drehbuch für Teil 5 schreiben wird und gesagt, die Meta-Nummer ist durch, das machen wir nicht mehr. Wirklich? Wieso? Das... Okay, ganz ruhig. Ich finde, das ist eine derartig bescheuerte Idee. Ich meine, wir haben Neve Campbell zurück, wir haben David Arquette zurück, wir haben Courtney Cox zurück. Wir haben alle Zutaten für einen sehr guten Scream-Film. Doch jetzt nehmen wir die Hauptzutat raus, den Meta-Humor und die Meta-Referenzen. Scream lebt davon. Weißt du, das ist eine derartig bescheuerte Idee, dass ich euch gleich noch andere idiotische Ideen pitchen könnte. Wie wäre es, wenn wir ein Star-Wars-Projekt machen, aber ohne die weit, weit entfernte Galaxis? Klingt doch super. Ein Jason-Film ohne Jason. Hammer, oder? Wie wäre es mit einem Nightmare on Elm Street-Film ohne Albträume? Oder ich hab's. Herr der Ringe ohne Ring der Macht. Das ist die Hauptzutat der Reihe. Und so sehr ich mich auf Scream 5 gefreut habe, so sehr wurde meine Vorfreude jetzt ausgebremst. Denn wenn das diesem Franchise genommen wird, wird es ein 0815-Slasher-Franchise. Und genau das hat Scream immer von all den anderen Franchises unterschieden. Die Tatsache, dass sie sich bewusst waren, ja, wir kennen die Klischees, wir kennen andere Horrorfilme. Ich meine, in Scream 1 gucken sie Halloween, während der echte Killer sein Unwesen treibt. Ich könnte ewig weitermachen, ich könnte ewig andere Franchises nennen und die eine Sache nennen, die dieses Franchise besonders macht und es einfach wegnehmen. Aber ihr habt verstanden, wohin ich will mit dieser Argumentation. Ich bin enttäuscht, ich bin schockiert, ich werde der Sache wie immer eine faire Chance geben und falls sie sich doch was Cleveres einfallen lassen, was Scream 5 angeht, bin ich dabei, doch nein, also ich find's scheiße, ich kann es nicht anders sagen, ich find's scheiße. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie steht ihr zu der Nummer, liebt ihr die Scream-Filme, mögt ihr den Meta-Charakter dieser Filme oder nicht, ist es euch egal? Lasst es mich wissen. So, das war mein Wochenrückblick. Wie steht ihr zu Star-Lord and Guardians? Wie steht ihr zu Scream 5 ohne Meta-Humor und Meta-Referenzen? Alle Antworten sind hier willkommen. Schreibt mir bitte alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.